Herzlich willkommen. Letzte Vorrundenwochenende im Rahmen der World League 2011. Im vergangenen Jahr war Stuttgart Eröffnungsspieltag der World League. In diesem Jahr Gastgeber des letzten Vorrundenwochenendes. Wir haben ein vollgepacktes Podium. Ich darf eben die Personen einmal vorstellen. Ich beginne hinten mit dem Gastgeber, Rolf Schneider von der In Stuttgart. Dann der Kapitän der Japaner, Daisuke Osami. Dann netterweise Frau Ulrike Schlack, die vom Japanischen ins Deutsche übersetzen wird. Der Head Coach der Japaner, Tatsuya Ueta. Der Trainer der deutschen Nationalmannschaft, Raul Lozano. Jochen Schötz, Nationalspieler. Und Martin Walter, Präsident des Landesverbandes Württemberg. Entschuldigung. Wir starten mit einem Statement von Herrn Schneider, der Sie nochmal begrüßen wird. Dann stelle ich einige Fragen an die Spieler und die Trainer und dann haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz anlässlich der World League Spiele in Stuttgart. Ich darf insbesondere unser Gastteam aus Japan ganz herzlich begrüßen. Wir wissen ja alle, dass es sehr schwere Zeiten in den vergangenen Monaten für Japan und auch für Spieler, für Familien und so weiter gab. Und wie gesagt, wir freuen uns, dass wir das Team hier begrüßen können und wollen ihm natürlich den Aufenthalt so schön wie möglich machen. Alles, was um das Spiel herum passiert, was wir natürlich nicht unbedingt haben wollen, ist, dass die deutsche Mannschaft geschlagen wird. Wir wollen den Nimbus hier in der Porsche Arena wahren und hatten ja im vergangenen Jahr die Weltligaspiele gegen Polen. Hier waren wir siegreich mit dem deutschen Team. Wir waren auch bei einigen anderen Länderspielen in der Porsche Arena siegreich. Und ich denke, der Nimbus der Ungeschlagenheit in der Porsche Arena sollte erhalten bleiben. Und das lege ich natürlich ganz intensiv ans Herz des Bundestrainers, dass er seine Mannschaft so einstellt, dass er hier wieder einen Sieg bzw. zwei Siege einfährt. Wir wünschen uns für das Stuttgarter Publikum und das Publikum der Region. Wir haben wieder mal die Situation, dass wir um die Ferien rum, in den Pfingstferien, wo ja sehr viele weg sind, das Ganze etwas schwieriger haben mit der Bewerbung. Der Landesverband hat viel getan, der Deutsche Volleyballverband, wir haben uns angestrengt. Ich hoffe, dass wir jetzt noch einen kleinen Schub bekommen zum Donnerstag und zum Freitag, damit wir eine tolle Atmosphäre für das deutsche Team erzeugen können. Und wir wünschen uns, dass es spannende Spiele werden, aber dass es dann doch letztendlich zu einem Sieg. Herr Osami, eine Frage an den Kapitän der Japaner. Die ersten Spiele gegen Deutschland in Friedrichshafen gingen 3:2 und 2:3 aus. Was erwartet er hier von den Partien in Stuttgart? まずはこの素晴らしい施設で試合ができることをすごく嬉しく思っています。本当はドイツチームとは両方ともうるせとという。Glücklich, dass wir hier in so einer wunderbaren Umgebung, in so einer sehr schönen Atmosphäre unsere Spiele austragen dürfen. Ja, die letzten zwei Spiele, die noch vor uns liegen, an die haben wir natürlich sehr hohe Erwartungen und möchten auch hier in der letzten Woche der Vorrundenspiele unsere besten Leistungen und Konditionen auch hier aufzeigen. In der aktuellen Gruppe liegt Japan auf dem vierten Platz. Durchhalten. Jochen, kommen wir zu dir. Die Mannschaft hat das Ziel, das erstmalige Erreichen der Finalrunde verpasst. Wie groß ist die Enttäuschung in der Mannschaft? Ich denke, natürlich ist die Enttäuschung schon ein bisschen da. Wir haben uns, denke ich, schon ein bisschen mehr erhofft. Wir wussten von Anfang an, die Gruppe ist sehr schwer. Aber dass wir Chancen hatten, war schon... hat jeder schon so gefühlt. Von daher war die Enttäuschung schon da. Und wir müssen uns halt nur gucken, dass wir diese Enttäuschung so schnell wie möglich überwinden. Und, dann sind die Trainer an der Reihe, Herr Ueta und Raul Lozano. Zunächst bitte ich um ein bisheriges Fazit der 5 Vorrundenwochenenden. Erst der japanische Trainer und dann Raul. まずこのワールドリーグは約40日
ヨーロッパの遠征をずっと日本のチームは繰り返してきて、まあ、全てアウェーという雰囲気の中で戦ってきましたけども、一試合一試合チームの状況は上がってきていると思います。ただ、非常に長い飛行機の移動とか、夜寝ずに移動することによっての、疲労がですね。Ja, wir sind nun ja, ganze 40 Tage hier in Europa unterwegs und kämpfen jeden Tag mit unseren Kräften des Teams in den einzelnen Wettkämpfen. Ich muss sagen, die Moral und auch die Erschöpfung der Spieler war zunächst sehr groß. Wir mussten einen langen Weg mit dem Flugzeug anreisen. Wir hatten kaum Zeit zum Schlafen und um uns zu erholen. Also die Spieler waren jeder für sich auch sehr erschöpft und ja, wie gesagt, auch die Psyche war ein wenig angegriffen. Aber ich muss sagen, während der Zeit hier in Europa, wo wir überall sehr willkommen geheißen wurden, hat die Moral der Spieler auch gestärkt und das Zusammenhalten des Teams auch ja, vorangebracht. Und ich kann auch sagen, dass das Spiel am vorgestern gegen Bulgarien, dass man das da auch gemerkt hat, dass das Team an sich sich stärken konnte und eben über diese ja, über diesen erschöpften Zeitraum hinweg sehen konnten. Und das hoffe ich, wird auch für die nächsten Spiele sich noch weiter nach vorne und nach oben entwickeln. Quiero decirle que estoy muy, muy contento de volver al Porsche Arena y a Stuttgart, porque siempre aquí hemos jugado muy bien, pero aparte es un ambiente, un clima y un entorno para un partido de voleibol de primer nivel. Ja, guten Tag an alle. Erstmal möchte ich sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir wieder in der Porsche Arena spielen dürfen. Wir haben uns hier bis jetzt immer sehr wohl gefühlt und das Ambiente und die Stimmung war in den letzten Spielen sehr schön. En segundo término, entiendo perfectamente al equipo japonés que hace 50 días que está fuera de su casa. Yo paso siempre 5 meses fuera de la mía y sé las dificultades que crea. Zweitens möchte ich sagen, dass ich die Japaner sehr gut verstehen kann, wie sie sich fühlen, wenn sie 50 Tage von zu Hause entfernt war oder sind. Ich habe immer 5 Monate im Sommer, die ich von zu Hause weg bin, also weiß ich genau, wie sie sich fühlen. Ahora yendo a la World League, específicamente sobre el equipo alemán, creo que sí, ha sido una buena prueba para el equipo en cuanto al nivel de los adversarios que hemos enfrentado, pero no hemos tenido la continuidad del juego ni la constancia en la competencia. Jetzt zum sportlichen Teil. Die World League war für uns ja, eine Art Prüfung. Wir mussten gegen die besten Mannschaften der Welt bestehen. Wir haben es aber nicht geschafft, die Kontinuität in unser Spiel reinzubringen und konstant unsere Leistungen abzurufen. Constancia quiero decir, por ejemplo, en un partido nuestro bloqueo ha sido extraordinario y al siguiente día no tuvimos el mismo nivel y así en distintos aspectos del juego. Mit Konstanz meine ich, zum Beispiel haben wir in einem Spiel sehr, sehr gut geblockt. Im nächsten Spiel haben wir es aber nicht geschafft, die gleiche Leistung wieder abzurufen. Von daher haben wir sehr viele Schwankungen gehabt. Das betrifft nicht nur den Block, sondern auch andere Elemente des Spiels. Y esto lo puedo trasladar incluso al rendimiento individual de los jugadores. O sea que en cuanto al haber, estamos conformes por el rendimiento, haber enfrentado a Rusia segundo en el ranking mundial, a Bulgaria, séptimo ranking mundial, o a Japón, una potencia asiática del voleibol histórica. Hemos jugado buenos partidos y buenos espectáculos, pero nos falta la continuidad de nuestro rendimiento. Tenemos que tener una media más alta para poder ganar más partidos. Das Gleiche kann man zur individuellen Leistung der Spieler sagen oder auch als ja, der Leistung der Mannschaft. Wir haben sehr gute Phasen gehabt, vor allem gegen den Weltranglisten Zweiten Russland, haben dann aber auch wieder Phasen gehabt, wo jeder Einzelne und auch die Gruppe ihre Leistung nicht unterbieten hat. Zum 8. Mal hat eine deutsche Mannschaft an der World League teilgenommen, zum 8. Mal die Finalrunde nicht erreicht. Ganz provokant gefragt, bringt das was, dass die Deutschen in der World League mitspielen oder sollte man sich einen anderen Wettbewerb suchen?
Yo creo que para todo equipo que intenta estar entre los mejores equipos del mundo es necesario y muy importante disputar la Liga Mundial. Es la competencia para el desarrollo del equipo fundamental. Después están los momentos donde trataremos de rendir al máximo porque es más importante el torneo mundial o la Olimpiada o un europeo que la World League. Pero es necesario para Alemania, como para Japón y como para tantos países que quieren estar entre los mejores equipos del mundo, la competencia de World League. Es necesario. Also die Teilnahme an der World League ist sehr wichtig für die Weiterentwicklung der Mannschaft. Es ist ein wichtiger Wettbewerb, auch wenn Europa, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele natürlich einen höheren Stellenwert haben. Es ist aber für alle Mannschaften wie Deutschland und auch Japan und alle Mannschaften, die in der Weltspitze sein wollen, sehr wichtig, dort teilzunehmen, gegeneinander zu spielen, Erfahrungen zu sammeln und sich als Mannschaft weiterzuentwickeln. Después, yo creo que jugar las finales es una consecuencia de jugar bien. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que los periodos que tenemos de preparación son limitados y jugar bien la Liga Mundial es muy complicado para Alemania porque nos juntamos solamente una semana antes. Con esto, quiero decir que también a Rusia le pasa lo mismo, a Bulgaria le pasa lo mismo, menos a Japón, pero a la mayoría de los equipos europeos nos pasa esto. Por eso no se ven grandes niveles técnicos durante la Liga Mundial, sino que se va mejorando a medida que vamos compitiendo. Pero volviendo a la respuesta, yo creo que vamos a lograr clasificar para las finales de World League cuando tengamos un equipo estable y tengamos un rendimiento de alto nivel, o sea que vamos a justificarlo con el buen juego. Nosotros hoy estamos en una fase no constante y falta el desarrollo de varios jugadores jóvenes todavía. Sich für die Finalrunde zu qualifizieren bedeutet, dass man natürlich eine sehr gute Weltliga gespielt hat. Für uns ist es immer sehr schwierig, weil wir vor der Weltliga eine sehr begrenzte Vorbereitungszeit haben. Dieses Jahr haben wir eigentlich nur eine Woche gemeinsam trainieren können. Mir ist bewusst, dass Mannschaften wie Bulgarien und Russland die gleichen Probleme haben, Japan ein bisschen weniger. Das heißt, dass man sich als Mannschaft eigentlich erst während der